Servus liebe Wander- und Outdoor- und Buschkraftfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Ich habe diesmal ein Zelt, das absolut ein Low-Budget-Zelt ist, das heißt, es ist in der unteren Preisklasse. Und wie das so ist, werden wir uns jetzt gemeinsam mal ansehen. Bleibt dran! Für eine Person ist der Platz völlig ausreichend. Für zwei, was ja eigentlich ein Zwei-Mann-Zelt sein soll, ist es sehr wenig. Der Boden hier ist nicht sehr robust, das heißt auf jeden Fall eine Unterlegmatte wird benötigt, wenn man im Wald liegen möchte mit diesem Zelt. Aber auch sonst, denke ich mal, würde ich unbedingt was zum Unterlegen empfehlen. Da ist ja noch eine dabei, die sollte man sich auf jeden Fall dann noch drunter legen. Mitgeliefert wird auch die Footprint hier, das ist der Boden. Dann kann man auch nur das Außenzelt aufstellen, ohne Innenzelt, ohne das Mesh. So hat man die Möglichkeit eben so zu übernachten oder man nimmt es als Rucksacklager. Es ist definitiv auch kein Winterzelt. Ich denke mal Spätherbst, dann ist Feierabend. Denn der Wind, der bläst da ordentlich rein. Man sieht das ja von außen, dass sich hier das schon aufbläst wie ein Ballon. Tja, also dieses Zelt hier, es ist wirklich sehr leicht. Das Material ist natürlich dementsprechend dünn. Es gibt mir keine Sicherheit. Ich denke mal, die Lösung mit dem Mesh, also mit dem Innenzelt, als Moskitonetz unterm Tarp wieder mal, wäre so eine super Alternative. Dieses Zelt hier kommt aus China und kostet momentan 60 Euro. Kaufempfehlung ja, nein, muss jeder selber entscheiden. Ich selber würde es mir nicht kaufen, ganz ehrlich gesagt, auch wenn es sich hart anhört. Aber hier muss ja auch wirklich mal die eigene Meinung bzw. die ehrliche Meinung wiedergegeben werden. Preis-Leistungs-Verhältnis, denke ich mal, ist okay, so lala. Und das als Moskitonetz draußen aufgebaut, unterm Tarp, ist bestimmt eine gute Geschichte. Man hat Platz, es ist geräumig, man sieht auch viel. Winterzelt auf gar keinen Fall, Herbstzelt vielleicht noch, Berge nein. Also meine Meinung, ich würde oben am Berg mit diesem Zelt nicht übernachten wollen. So, ganz kurz nochmal, wie gesagt, mein Fall ist es nicht. Wer wenig Geld ausgeben will, ist mit diesem Zelt vielleicht gut beraten. Ansonsten, naja, für die Kinder wird es bleiben. Ich selber werde es wohl nicht nutzen. Und wenn, dann seid ihr eh dabei. Und ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Wir sehen uns dann bei mir wieder auf dem Kanal in der schönen Natur draußen. Macht es gut bis dahin. Servus, ciao.